Let's count one time. Talk about weird. Amiga. It's come a long time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, Tomaniac hier mit einer neuen Ausgabe von Wat haben wir da? Und heute schaue ich mir in meinem WHD-Load-Archiv die Alien Breed 92 Special Edition an. Ich habe keine Ahnung, inwiefern diese Edition special ist. Ich kenne zwar Alien Breed, das ist ja so ein Top-Down, von oben gesehen Mace-Shooter gegen Aliens natürlich. Ich habe es allerdings auch schon ewig nicht mehr gespielt. Das muss echt viele Jahre her sein, dass ich mich da mal reingefuchst habe. Und jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier in dieser Special Edition. Auf jeden Fall schon mal eine geile Mucke von Alistair Brimble, auch so ein Soundmagier. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir da haben. One-Player-Game. Ja, ich kann sonst weiter nichts einstellen. Also keine Options in dem Moment. Start Game. Ich glaube, man kann es auch Two-Player simultan zocken. Das war noch ganz witzig. So. Upon leaving your craft, perform a wreck of the immediate area. Locate deck lift that leads to power subsystem and proceed further into the heart of the station. Radar reports little movement, but some near vents. Mm-hmm. Control advises maximum use of any hallo und plötzlich ist weg. Müsst ihr also pausieren und dann... Genau, man hat nur eine begrenzte Munitionsmenge und jetzt geht's darum, hier die Gegend zu erkunden. Was haben wir denn da? Aha, Schlüsselkarten. Gut. Da sind wir wohl gelandet an dem Hangar. Dann geht es ja wahrscheinlich hier raus. Genau. Was haben wir da? Credits. Das ist kein Schraubenschlüssel zum Einsammeln. Okay. Da kann man hier nichts machen. Ja, wie gesagt, für mich ist es halt schon Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Bay 1, Bay 2, Schließfächer. Okay. Hier sind wir bei den Schließfächern, da kann man aber nichts machen. Man kann nur... Oh, da kommen schon die ersten Aliens. Huiuiui. Bratz. Weg damit. Man hat eben nur normale Ammo, ne? Keine bessere Bewaffnung. Das kann aber eventuell noch kommen. Muss ich aufpassen, dass sie mich hier nicht erwischen. Okay. War aber so. Der hatte schon seine Krallen an mir dran. Ich sollte vielleicht ein wenig vorsichtiger sein. Da ist irgendeine rote Karte. Ich vermute mal, dass das so eine Art Keycard ist. Da kommt man aber erstmal nicht ohne weiteres dran. Da muss ich also wahrscheinlich erstmal wieder den Weg zurücklaufen. Und muss wohl da lang, wo die schon alle stehen. Ich muss hier wahrscheinlich mal eine vernünftige Stellung beziehen. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht gewesen. Komm doch. Risblei. Ah, Mist, den habe ich da oben erstmal gar nicht gesehen. Also von hier kommt man da auf jeden Fall nicht lang. Da hätte ich wahrscheinlich ganz anders laufen müssen. Was ist das? Sind das einfach irgendwelche Fässer? Ja, keine Ahnung. Die scheinen nicht zu bewirken. Storage, Lagerplatz. Oh, da ist ja richtig Zeug. Komme ich da hin? Keykarten, Munition, ja, immer her damit. Ach, ich bin da... Oh, ah, ich habe immer auf die falsche Anzeige geguckt. Ich habe nach unten geguckt. Ich denke so, oh, ich hätte ja noch Lebensenergie. Ja, so gut sieht es mit meiner Lebensenergie da oben ja gar nicht aus. Die ist ja nur noch halb voll. Hm. Macht man eigentlich irgendwas mit der Space-Taste? Nee. Steuert man also komplett mit dem Joystick, so wie es aussieht. Oder kann man hier irgendwie
Noch was durchschalten? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, ja gut, das macht die Steuerung natürlich deutlich einfacher, wenn man wirklich nur den Joystick braucht. Oh, da sind schon wieder welche. Ah, verdammt. So, zwei noch. Respawnen die von irgendwo? Das ist die Frage. Sprich, kommen die von irgendwo wieder neu nach? Wo bin ich denn vorhin gekommen? Ah, jetzt könnte ich vielleicht nach oben. Ja, ich glaube, hier bin ich nicht verkehrt. Da haben wir nochmal Keycards. Maintenance Area. Bay One. Irgendwo habe ich doch eine rote, weiß ich nicht, Karte gesehen. Keine Ahnung. Und was Blaues, das könnte so eine Art Teleporter oder so gewesen sein. Weiß ich auch nicht. Wie viele Keys habe ich denn noch? Drei Stück? Okay, auf jeden Fall habe ich hier was nachgeladen. Ist hier irgendwas. Nee, keine Ahnung, wo irgendwas drin ist. Shit, jetzt fehlt mir ein Schlüssel. Hoffentlich war das. Hoffentlich habe ich jetzt kein Problem. Ja, weil hier habe ich ja keinen Schlüssel für. Oh. Ich sehe schon, ich bin wahrscheinlich den falschen Weg gegangen. Denn da links hat sich viel mehr Zeug versteckt, jede Menge Credits. Sag nicht, jetzt habe ich hier einen dicken Fehler gemacht. Oder es gibt irgendwo noch eine andere Möglichkeit, lang zu laufen und dann hoffentlich noch irgendwo ein paar Schlüssel zu ergattern. Aber es könnte sein, dass ich da jetzt ein Problem habe. Und da unten ist noch mehr Zeug, jede Menge. Ich hoffe, ich komme da ohne weiteres dran, denn ohne Keycard, ja, bin ich hier mehr oder weniger verloren, ne? Ja, da komme ich nicht rein. Ich habe ja keine Schlüsselkarte mehr. Oh, ich glaube, das war ja richtig durchdacht. Ein Key. Das Problem ist nur hier. Du brauchst drei jeweils, um durch die Türen zu kommen. Scheißendreck. Und da musst du dir wirklich genau überlegen, wo gehst du lang und was sammelst du ein? Ja, du kannst höchstens, ich kann hier rein noch durch diese Tür. So, die schon mal alle töten. Und du? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme da nicht mehr allzu weit. Ach, da kann ich nicht durchschießen. Gott sei Dank ist es jetzt aber so, dass hier anscheinend genug Keykarten rumliegen. Ah, das rote ist Munition gewesen. Ah, das war Munitionsclip. Ja, das will also wirklich wohl überlegt sein. Ah ja, toll. Ich brauche erste Hilfe. Ah. Ja, meine Lebensenergie geht ziemlich zur Neige. Scheiße. Jetzt muss man sich natürlich genau überlegen, welche Türen macht man hier auf? Was sind das für ein Hammer? Kann man den da mitnehmen und dann irgendwelche Steine zerkloppen? Ich habe von der Seite nicht gesehen, was noch nach oben sein könnte. Welche Türen nehme ich? Ich weiß nicht, was das mit dem Hammer da ist. Und was ist das alles? Da liegen auf jeden Fall weitere Schlüsselkarten. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem Hammer hier irgendwie diese Steine kaputt hauen kann. Vielleicht ist da irgendwas Brauchbares drunter. Ah, da ist Erste Hilfe. Ja, das füllt automatisch Lebensenergie wieder auf. Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar Keys. Alles klar. Da links ist auch noch Erste Hilfe. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher versuchen, nach links an den Erste-Hilfe-Kasten zu kommen. Schlüssel, Munition. Ja, da sind auch noch mal Keys. Ja, ich nehme alles mit. Und dann gehe ich nachher mal noch nach rechts und gucke, ob man mit diesem Hammer da irgendwas machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht dann wirklich hier die Blöcke auch zerschießen kann. Wird sich dann zeigen. Also, probieren wir es jetzt mal hier rein. Ich habe noch drei Schlüsselkarten. Da drin liegt noch eine.
Nee, der Hammer ist nur Deko, den kann man gar nicht einsammeln. Ha, ha. Jetzt ist das Problem, ich habe nur noch einen Schlüssel. Das sind aber zwei Türen. Shit. Kann sein, dass ich jetzt dann Scheiße gebaut habe. Bin ich da hinten ganz oben gewesen? Ah, warte mal. War ich hier schon ganz oben? Ja, da war ich schon ganz oben. Und da drüben eins weiter auch, ne? Nehme ich an. Dreck. Jetzt habe ich nur noch eine Schlüsselkarte und komme an das andere Zeug überall nicht dran. Ja, ich würde fast vermuten, ich habe mich damit ins Ausbuxiert. Oder habe ich hier irgendwas noch übersehen? Warte, was war denn hier? Achso, das war nur das. Ja, da vorne ist ja das, der Startraum sozusagen. Ja, da liegen keine Schlüsselkarten oder sowas mehr rum. Also da war ich dann überall. Na gut. Ja, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Weil wenn ich Pech habe, habe ich jetzt die Schlüssel leider so eingesetzt, dass es mich in eine Sackgasse bringt, weil ich nicht weiterkomme. Ja, von irgendwo tauchen die auch immer wieder neu auf, ne? Nämlich, wo die alle immer wieder herkommen. Da scheint es, keine Ahnung, aber ein Generator, so wie bei Gauntlet, habe ich jetzt nicht gesehen. Hier kannst du auch nichts machen, ne? Ja, nee. Eigentlich würde ich jetzt gerne versuchen, da hinzukommen, wo dieser blaue Kreis ist. Ich weiß nur nicht, wie. Wie kommt man denn darauf? Wahrscheinlich nicht mit den Möglichkeiten, die ich jetzt noch habe. Mit der letzten Schlüsselkarte werde ich wohl kaum so weit kommen. Oh Mann. Ich sollte auch mit meiner Munition etwas sparsamer umgehen. Ich habe nämlich kaum noch welche. Man sollte eher kontrollierte Feuerstöße abgeben, glaube ich. Storage. Nee, da komme ich nicht weiter. Da bin ich gleich irgendwie am Ende in der Sackgasse. Und dann habe ich mich wohl ins Ausbuxiert, weil mit nur einer Schlüsselkarte komme ich nirgendwo mehr rein. Na, hier war ich ja vorhin schon. Nee, da kommst du nicht raus, ne? Das war's, glaube ich. Ja, also letztendlich müsste man das Ganze von vorne starten und sich überlegen, an welcher Stelle man seine Schlüsselkarten einsetzt, wie man es taktisch am besten löst, um da auch entsprechend rauszukommen. Andererseits, ich sehe auch keine Möglichkeit, wie man... Boah! Wie man da an diese Stelle mit dem... Mit diesem blauen Ring, was für mich so wie so eine Art Teleporter aussieht, wie man da hinkommen soll. Ich komme ja endlos. Tja. Das weiß ich jetzt echt nicht. Boah. Oder gibt es hier irgendwo sowas wie einen Geheimgang? Hier kommst du ja nicht ohne weiteres durch. Nee, da kannst du nicht hergehen. Hier durch die Luftschächte kommst du ja auch nicht. Nee, da kannst du nichts machen. Ja, keiner weiß, wo die immer herkommen hier. Das sieht man nie. Das heißt, man ist hier nie sicher, ne? Die kommen immer wieder neue, die Viecher. Ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn jetzt zwar irgendwo nochmal Keykarten auftauchen, aber ich bin überfragt. Ich bin, glaube ich, alles durchgegangen, wo was sein könnte. Da habe ich da was übersehen. Hier unten, was ist denn da? Aber da brauchst du, glaube ich... Die sind noch alle zu, oder? Ja, ja, toll. Ja, was passiert denn jetzt? Wenn ich die letzte Keykarte nutze, dann ist doch praktisch Game Over, weil
Ich komme da ja nicht weiter. Und hier bin ich doch, glaube ich, auch schon bis oben. Da bin ich doch überall schon bis oben gegangen, oder? Oder etwa nicht? Habe ich da irgendwas übersehen? Ja, toll. Ja, das war's doch dann. Jetzt habe ich die letzte Keykarte gebraucht. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da weiterkommen soll. Jetzt kann ich überhaupt nichts mehr machen. Weil jetzt habe ich wirklich alles eingesammelt, was man da sammeln kann. Boah. Und hier rein kann ich ja auch nicht in den Gleiter, oder? Ja, wahrscheinlich geht's da ins Weltall. Na, keine Chance, nix mehr. Ist nicht. Bin sozusagen durch. Jetzt habe ich auch noch ein Leben verloren. Boah. Scheiße, ich bin umzingelt. Es sind einfach zu viele. Ja, ich brauche erste Hilfe, ich weiß. Das bringt mir aber auch keine Keycards. Naja. Also das Problem ist wirklich. Jetzt brauche ich auch noch Munition. Jetzt kann ich gleich auch nicht mehr schießen. Toll. Aber ich kann das auch nicht irgendwie jetzt anhalten zu sagen, ja, ich starte neu, weil mit Escape. Mit Escape kommt man raus. Ja, da habe ich mich also ganz geschickt selber in eine Sackgasse manövriert, weil ich einfach keine Keykarten mehr hatte. Das war mal ein kleiner Einblick in Alien Breed 92 Special Edition von Team 17. Ist auf jeden Fall sehr cool und hat mir Spaß gemacht, das mal wieder zu spielen. Und die Alien Breed-Reihe, ich habe hier noch mehr WHD-Load Alien Breed-Teile. Ich will mir die demnächst auch irgendwann mal angucken noch. Ja, es ist also wirklich auch sehr taktisch, ne? Man muss ja wohl ein paar Mal sich überlegen oder das ein paar Mal spielen, bis man dann raus hat, welche Karten setzt du wo ein, damit du dann auch entsprechend weiterkommst. Ja, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuschauen und fühltet euch einigermaßen gut unterhalten. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Schaut auch mal, was ich sonst noch hier so zu bieten habe auf meinem Kanal. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben wieder. Also macht's gut, bis denne, euer Tomaniac.